Axel, wer macht dir Werbung rausschmeißen? Guten Abend, meine lieben Leute. Servus. Was ist denn hier los? Seid ihr in der Regie? Ja. Wunderbar. Ich grüße euch. Licht fehlt hier noch. Wir haben neue Hintergründe, meine Lieben. Coolerweise. Produziert an der Stelle. Ja, seid ihr denn alle da? Ah, oh, das ist ja super. Hajo und Daniel haben zurückgegrüßt. Das ist ja geil. Vielen Dank für die... Die Stimme aus dem Hintergrund richtet. Richtig. Tristan, servus. Thorsten, Hansi, ich kann sogar ohne Brille lesen. Wie geil ist das denn? Mein Gast wartet schon. Ist alles gut? Alles ist vorbereitet für die kleine, große Show an der Stelle. Mein Gott, wie geil ist denn dieses Anzugteil hier, was ich hier anhabe? Ja? Jetzt mal, ich meine, das kann auch nicht jeder tragen. Ja? So, wir bleiben auf YouTube, meine Lieben, und gleichzeitig auf D-Live. Wie geil ist das denn? Ziemlich geil, würde ich sagen. Ich freue mich, wirklich. Wolfmeier ist ein angenehmer Gesprächspartner, habe ich schon im Vorab-Gespräch feststellen dürfen, man auch schon, wir haben telefoniert. Ich putze hier meine Brille, falls ihr euch fragt, was macht er denn da unterm Tisch? Mache ich nicht. Ja, ganz ruhig bleiben. Ahoy DC, Prodigy, Benu, Johannes, Helga Maria, Satyrius, Puma, liebe Grüße. Das freut mich jetzt richtig, dass der Hajo Müller und der Daniel mich grüßen oder unseren kleinen Kanal. Also Grüße nochmal zurück, wirklich, fühle mich wirklich geärgert, geehrt. Ja. Das ist eine große Nummer, die da machen, jeden Abend an der Stelle. Respekt, habe ich glaube ich auch im Video gesagt. Danke, Patrick Erstedt. Steht dir super und schaut richtig geil aus. Alle anderen Beiträge, die jetzt das Gegenteil behaupten, werden ohnehin gelöscht. Also ich sehe nur die guten, weil ich will nur Speichellecker, Ja-Sager und Abnicker um mich rum. Ja? Regie ist da. Los geht's. Kevin, servus. Nadine, Axel V, servus. Ja, dann machen wir mal hier Le Brille und ein Zigarettchen, weil ich werde jetzt erstmal keine rauchen während der Sendung. Vielleicht halte ich es nochmal aus, wer weiß. Wo sind wir? 313 und 299. Setzt sich die Waage auf Haare kurz, der Meister? Nee, hier, bitte. Aber ich meine, hey, wir sprechen mit einem Vertreter der Republican Overseas Germany. Also da sollte man dann schon ein bisschen Trump-like rüberkommen. Ich mache hier noch keinen... noch keine Bremse, aber ich bereite sie schon mal vor. Ja, ich bereite sie schon mal vor. Wo denn eigentlich? Ach, hier. Kommt nach 15 Minuten, danke. Schaue ich mir nachher an. Danke, kommt nach 15 Minuten. Finde ich richtig geil. Also bin ich mal richtig stolz. Ja, ich meine, wir sind so wirklich irgendwie, glaube ich, immer noch, oder vielleicht ist es auch so, dass wir so ein kleines Ding sind und die sind richtig groß, aber vielleicht sind wir auch groß. Wer weiß, ja. Denkt an die Däumchen auf YouTube. Denkt an, bitte, an Followen in, Followen ist ja auch geil, an, hier,
In D-Life, hier oben irgendwo, wo der Filter der Zigarette sich befindet, darüber müsste eigentlich der Follow-Button sein. Direkt vom Carsten zum Donaldisten-Chronisten. Danke, wir sind auf dem Donaldisten-Kanal, Leute, und auf D-Life, und das sollten wir jetzt auch der Welt mitteilen, weil mir reicht es jetzt langsam. So, da bräuchte ich aber noch irgendwie auch mal einen Linky. Linky Binky. Ja, so wird es. Tuck. So. 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 Schon Benjamin, ich hatte den Vornamen nicht. Von so wird ein Schuh draus. Muss ich mit dem Link nochmal kopieren? Moment. So. YouTube und live. Einmal hier, einmal hier, einmal hier, einmal hier und zack. So, VK, Gap. Bin gleich wieder bei euch, lieben, ihr Lieben. Bin gleich wieder bei euch. So, das hier machen wir so. Dann machen wir so. Das machen wir so. Was sage ich denn da andauernd? Ist ja gruselig. Hauptkanal Telegram. So. Und zurück in meine. Oh, jetzt sehe ich gerade, Trump ruft den Justizminister zur Ermittlung gegen Biden auf. Nein, Süße, ich habe es auch gerade erfahren. Sie im Mail schreibt mir, dass ich bei Hajo Müller Thema war. Hoffentlich im Guten, lieber Herr Müller. Ignaz, Servus. Ignaz ist auch in the house. Wunderbar. Sind wir ja beieinander. Ah, wir haben noch ein bisschen Zeit. 20:15 Uhr hat der Gast von mir gesagt bekommen. Und 20:15 Uhr ist ja auch der offizielle Beginn. Sehr gut. Ja, steht alles, ist alles im. Also wie findet ihr eigentlich meinen Hintergrund? Ich meine, da könnte man auch mal was sagen, ja. Ich stelle mich da in die Kälte hin, ja. Servus Honk. Ist ja auch irgendwie scheiße, ja. Goldkette, Servus. Moin Ignaz, ja, Axel V, Jenny Cat, grüß dich. Nicht, aber bin gerade etwas irritiert. Ja, die werden jetzt nicht irgendwie schon alles ankündigen, was sie dann tatsächlich machen. Ja, mal ganz, ganz ruhig bleiben. Ja, anzünden, richtig. Ich habe nichts, ich muss noch so eine rote Krawatte kaufen. Das ist Rosenthaler Platz, Berlin. Gestern, nee, am Sonntag aufgenommen. Sonntag. Stand ich da wie ein Männlein im Walde, frierend mit meinem Stativ und mit meiner Kamera. Du darfst aber nur mit 30 km/h sprechen. Wir können auch einen anderen Hintergrund. Ich habe drei oder vier aus dieser. Ich dachte mir, der ist schön mit dem Fernsehturm im Hintergrund. Ja. Danke, ihr seid doch super netter Hintergrund. Danke. Es ist wirklich, es ist einfach schön. Ich muss es einfach sagen. Und ihr macht es dann auch. Ja. Danke, Rudi. Servus. Rosenthaler Platz, Sonntagabend. Ich habe kein Trump-Logo. Ich habe hier meinen PIN. Und ich habe hier meine Mütze. Ich meine, das muss ja wohl reichen. Wir wollen ja jetzt auch keinen Trump-Overkill. Wir sind ja hier Journalisten und total neutral. Ja. Also weder für Biden noch für Trump. Ja. Sondern einfach hier irgendwie ganz neutral.
Das D-Live-Männchen trägt Maske, das ist, glaube ich, das ist ja irgendwie scheiße. Also dann machen wir das hier nochmal. Das ist Republicans Overseas, die Organisation der Republikanischen Partei in Europa, beziehungsweise Übersee, wie der Name dann schon sagt, könnte man auch durchaus so vermuten. Nehringer Straße schaut aber so ähnlich aus, das stimmt. Meine Fresse, ja. Ja, die Statisten haben mich Geld gekostet. Also die haben richtig Kohle gekostet. Die Statisten hier rumlaufen, puh, ja. Jeder ein Fuffi für eine halbe Stunde ein bisschen rumlaufen. Die Straßenbahn war richtig teuer. Dann die Taxen auch und die Autos. Was mir aufgefallen ist, der Hammer, ich bin da nie um die Zeit. Ja, ich bin nicht der Weggeher. Warum, Lena, warum siehst du Thomas? Ja, das will ich aber bitte mal mir auserbeten. Also Entschuldigung, Respekt bitte, ja. Bin hier nicht dahergelaufener irgendwie ein Hipster oder sowas. Also wirklich nicht. Ja, dahergelaufener Hipster. Nein. Du warst gerade in der Tageskorrektur von Hajo Müller mit deinem Video. Danke. Was ist hier? Ist das die Rosenthaler Straße richtig, Rob F? Also ich stehe jetzt praktisch im Rücken zum Rosenthaler Platz in Richtung des Fernsehturms, dieses fürchterlichen sexistischen Phallus-Symbols, ja, unerträglich. Ich weiß ja gar nicht, warum der Berliner Senat das noch nicht weggeknallt hat. Ja, das kann ja auch nicht sein. Und wir sind mehr auf D-Live als auf YouTube. Auf D-Live sind wir über 1000, auf YouTube 600. Das ist schon ziemlich geil. Die heute Abend, der Abend ist gerettet. D-Live braucht einen Tick länger als YouTube. Ja, der feine Herr will geduzt werden. Nein! Wo, Lena ist da? Ach, hier. Lena, hallo an alle Patriotinnen und Patrioten. Hallo, der feine Herr. Schade, dass Sie Ihre Haare verbergen. Nein, ich war nicht beim Friseur. Jetzt hört doch mal auf. Hier, wirklich. Hier, bitte. Ja? Jetzt mal im Ernst. Mein Toupet hält. Ja? Also, richtig gut. Ja? Und ich habe festgestellt, ich kriege noch keinen kreisrunden Haarausfall. Noch nicht, aber es wird dünner. Schöne Scheiße. So. Was ist denn jetzt los? Ich bin auch kein Basecap-Träger. Das mache ich nur für Donald. Ja, wirklich. Ja. So. Der Belt, Rust Belt, genau, der rostige Gürtel. Also Lena sauber, ja, Dreiwettertaft, genau. Der Fernsehturm war ja eigentlich nicht legal. Da haben wir nochmal hier ein Interview mit den Herrn Wolfmeier. Da ist er übrigens. Er hat auch ein Trump-Cap auf. So ist recht. Das wollte ich jetzt aber nicht. Da werde ich ihn gleich persönlich befragen. Machen wir das wieder. Das ist schön. Kappe wieder auf. Ja, ist ja gut. Pass auf, dass deine Extensions nicht rausfliegen. Tina rockt. Grüß dich. Die Sies Leibwache. Lockdown in Berchtesgaden. Ja, das freuen sich die Gastronomen. Also und alle, die da auch noch damit Geld verdienen mit der Gastronomie, nicht nur die Wirte, sondern auch die Händler, die Getränkelieferanten, die Wartungsleute, die Kaffee, was weiß ich, ja. Ach, alliiertes Recht. Passt schon, Thomas. Schau dir Arjen Robben an, richtig. Der hat so viel Kohle und. Aber es ist immer noch besser, dann irgendwie nicht. Da irgendwelche Haartransplantationen, die dann schlecht sind und dann irgendwie auch scheiße aussehen. Obwohl, beim Jürgen Klopp, der hat das, glaube ich, gemacht. Das schaut jetzt ziemlich cool aus. Sollte ich vielleicht auch mal machen. Oh, Hoshi, du bist in Amerika. Peter denkt, nein, habe ich mich noch nicht. Leute, mir kreist der Helm. Ehrlich, wisst ihr was? Wirklich, jetzt mal ohne Scheiß. Allein die Sendung gestern, da brauche ich am frühen Abend brauche ich dann eine knappe Stunde hin, dann Vorbereitung eine Stunde, dann Sendung über eine Stunde, dann wieder nach Hause und das sind 4 Stunden rum. Ja? Und irgendwann möchte ich ja auch mal, ihr wisst schon,
In Amerika geht die Post ab. Ja, er ist halt hier in Deutschland und das kann ich ihn ja auch selber fragen. Das kann er auch selber mir beantworten, meine ich. Geht fast 2 Stunden. Ich glaube, ich hatte recht. David Icke, nee, habe ich 2 Stunden. Leute, ich kann mir keine 2 Stunden Videos angucken. Auch der feine Herr Quasier. Also 2 Stunden Quasier, das überfordert mich total. Ja, wirklich. Grüße an ihn. Grüße, Grüße, Grüße. Ja. Ich habe das jetzt natürlich, Superchat ist übrigens abgeschaltet. Ich will jetzt hier nicht unterbrochen werden und mich bedanken, weil ich würde mich natürlich bedanken, aber das ist in einem Interview wirklich nicht adäquat, sage ich mal. Wie viel haben wir denn? 20:09 Uhr. Und Spahn will Diktator werden. Ja, der kriegt weitere Befugnisse. Der Vordergrund ist scharf. Sehr gut. So ist es, Julian. Ich danke dir, Julian. Habe ich alle meine Moderatoren begrüßt. Rudi, danke dir für die Zahlen. Sandy natürlich noch nicht. Nadine. Quasier wäre auch mal wieder Zeit. Ja. Ach ja, Samstag auf Sonntag haben wir ja 1 Stunde länger. Richtig. Echte Männerscheiße in den Wald, im Tiergarten vielleicht. Ja. Aber da wäre ich jetzt nicht der Erste. Hi und Daniel haben sich gefreut. Sie ist super, das schaue ich mir nachher an. Erinnert mich bitte, Regie, liebe Admins, dass ich mir das anschaue. Das darf ich nicht vergessen. Ja, ist wichtig. Ja. 2 Stunden vollgepackt mit Nazi-Sprech, super geil, brauche ich nicht. Trump 2020, wir können ja nochmal hier so zur Einstimmung. So ist es recht. So ist es recht. Kuckuck. Ja, übrigens an Frank aus Telegram, dem habe ich heute die Tasse geschickt. Alle anderen Sachen sind schon weggeschickt. Ich brauche aber noch von. Moment, das habe ich mal aufgeschrieben. Bin ja organisiert. Und zwar von Sir Maniac, wenn der zuhört. Ich brauche deine T-Shirt-Größe und ich brauche deine Former Years. Danke, Tristan. Und ich brauche deine Adresse, mein Gutster. Was macht die Sie, wenn die Russen kommen? Nostrovje, würde ich sagen, ja, an der Stelle. Haben ja unsere damals auch gemacht. Hilfe, nee, die Russen kommen in friedlichen Absichten. Ja? Also da, das ist ja vorbei, die Geschichte. So, deine Tasse ist fast täglich in Benutzung. Ja, die Tasse ist cool. Lena, können wir die Election Night zusammen verbringen? Ich glaube, da hat meine Süße was dagegen, meine Gutste, und das mit allem Recht. Ja, also da wäre ich jetzt mal ganz vorsichtig. Die Nacht verbringen. Also wenn ich die Frau fragt, können wir die Nacht gemeinsam verbringen? Also dann gehe ich mal davon aus, dass man jetzt nicht irgendwie schnarchend nebeneinander liegt. Unbedingt. Der hat sich, muss ich mal melden, der Polizist, der Thomas. T-Shirt ist nice, habe mich so gefreut. Winzbraut, ah, okay, wunderbar, ist schon angekommen, sehr schön. So, ist mein Gast denn schon am Start? Nein, noch nicht, das ist ein ganz cooler, ja. Wir haben noch 3 Minuten. Nee, Lena, ich tue wirklich mit allem, was ich habe, sage ich dir, ich bin vergeben und das sehr, sehr glücklich. Meine Süße, ich küsse dich. Ich habe sie heute auch besucht. Sie hat so süß mir einen Knopf angenäht an meinem neuen Wintermantel, den ich direkt schon den Knopf abgerissen habe. Das muss man auch erstmal schaffen, beim ersten Tragen, ja, übrigens. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ich danke dir einfach, meine Süße, dass du da bist für mich und ich für dich da sein darf. Sage ich mal so an der Stelle. Ja, was ist mit meiner Taste? IHC Alex, was denn? Ich weiß nicht, was du bist. 2 Stunden. Ich grüße meinen Sohn, Britschi. Ich grüße auch den Sohn von Britschi. Sie ist aber auch ein Hübscher. Natürlich ist er vergeben. Ja, die sieht der Romantiker. Richtig.
So, Herr Wolfmeier, jetzt wäre es aber dann einmal langsam, aber sicher ein bisschen. Ich meine, ja, da ist er ja schon. Ich sehe Sie im Monitor, Herr Wolfmeier, alles wunderbar. Danke für die pünktliche, für das pünktliche Erscheinen. Wir fangen gleich an. Jetzt habe ich natürlich wieder einen Fehler gemacht. Ich wollte eigentlich das Intro ja erst starten, wenn die Sendung wirklich beginnt, aber das habe ich schon wieder irgendwie ein bisschen verbaselt, aber das macht ja nichts. Also, Moment. Hier Modus aktivieren. Ihr sagt mir Bescheid, liebe Regie, wenn euch der Chat zu schnell geht, ja, okay. Oh, das muss ich nur zumachen, das brauchen wir nicht. Okay, dann sind wir jetzt soweit, 20:14 Uhr. Herr Wolfmeier, Sie bekommen jetzt Ton und dann Okay. geht's auch schon ins Bild. Und ich begrüße sehr herzlich Benjamin Wolfmeier. Grüß Sie, guten Abend, Herr Wolfmeier. Guten Abend, Herr Grabinger. Freut mich. Sehr lieb von Ihnen, dass Sie die Zeit finden in diesen Gerne. hektischen Zeiten, ja, sage ich mal. Das stimmt. Gibt ja täglich neue Nachrichten. Ich möchte, Herr Wolfmeier, den Zuschauern, die Sie jetzt vielleicht nicht alle kennen, ja, nochmal Sie vorstellen. Herr Wolfmeier ist Mitglied in der Republican Overseas Germany, wenn ich es richtig verstanden habe, eine sozusagen eine Auslandsvertretung der Republikanischen Partei der USA in den USA. Also nochmal Demokraten Biden, Republikaner Trump. Ja, da wollen wir nochmal kurz mal nochmal einordnen die Geschichte. Und wie Sie sehen, bin ich natürlich vollkommen neutral. So Super. wie Klasse. es sei, so wie die Mainstream-Medien ja auch. Ja. Und Herr Wolfmeier, wenn Sie mal kurz, also das darf ich noch sagen, Herr Wolfmeier hat schon mütterlicherseits amerikanische Wurzeln. Mutter kommt, stammt aus Amerika und er war auch oft drüben. Ich habe gelesen über ihn, dass er auch bei Wahlkämpfen dabei war. Aber Sie haben eine interessante Hintergrund, weil Sie mal ursprünglich politisch bei den Demokraten eher verortet waren, damals, ja, und Respekt, dass man dann auch sagt, nee, jetzt wird's komisch. Vielleicht erzählen Sie selber noch mal ganz kurz, wie Sie dazugekommen sind und ja, wie Sie haben dann offenbar, das weiß ich jetzt leider nicht, in Amerika auch gelebt, nehme ich mal an. Nein, gelebt habe ich in den USA leider nie. Ja, wie kam es dazu? Ich sage mal, die Partei hat mich verlassen, nicht ich die Partei. Die Außenpolitik und die Wirtschaftspolitik von Obama war für mich eine Katastrophe. Meine besten Freunde haben das hautnah zu spüren bekommen und darunter gelitten. Und das war für mich so ein Grund zu sagen, hier ist jetzt eine Grenze. Und als dann noch dazu kam, dass beim Thema Abtreibung und Immigration ja wirklich nochmal ein richtiger Schwenk nach links gemacht wurde, war einfach keine Gemeinsamkeit mehr da und dann muss man sich trennen. Okay, das war dann, wie ich gelesen habe, schon vor, also als Obama dann Präsident wurde, hatten Sie schon ein Genau. komisches Gefühl, 2008 war das ja, ja, Genau. und haben da dann auch die Demokratische Partei verlassen, also als Unterstützer, sage ich mal, ja, Ja, oder, 2 Jahre ja. später. Ah, okay, Sie haben sich den Obama noch ein bisschen angeguckt, ja, nachdem er den Genau. Friedensnobelpreis bekommen hat für gar nichts. Ja. 3 Monate, glaube ich, nach der Amtseinführung oder irgendwie Genau. Ja. lächerlicherweise. Ja. Und ich habe auch gelesen, Sie waren auch auf diversen Wahlkämpfen dabei. Was mich jetzt besonders interessiert, ist, Sie waren auch bei einem Wahlkampfauftritt 2016 von, Sie wissen, ich bin Donaldist, deswegen muss ich diese Frage stellen. Gerne. Donald Trump 2016, eine Rallye, ja. Wenn Sie mal kurz Genau. erzählen, wie war da, das wird heute wahrscheinlich jetzt dieses Mal vielleicht, was ich in den Livestreams mitkriege, vielleicht noch ein Ticken begeisterter sein, habe ich das Gefühl, aber es war damals schon sicherlich auch, das waren ja auch volle Veranstaltungen schon, ja. Ja. Wie empfanden Sie ihn? Natürlich haben Sie ihn jetzt nicht, sind jetzt nicht neben ihm gestanden, aber wenn man immer live erlebt, ist schon ein bisschen was anderes, als wenn man da irgendwo im Internet die Livestreams guckt.
Ja, Das was, stimmt. wie fanden Sie das? Wie hat Sie das beeindruckt? Oder haben Sie gedacht, nee, also das ist auch nicht ganz meins? Oder wie waren Sie damals mit Trump eigentlich? Also ich war im Vorwahlkampf 2016, das muss ich dazu sagen, war ich auch einer dieser Anti-Trumper sozusagen. Ich war für Mhm. Carly Fiorina. Okay, die ist Ja, auf relativ der früh raus, Außenseiterin. gell? Ja, die ist früh raus. Die lag allerdings, bis Donald Trump ins Rennen eingestiegen ist, vorne. Das war natürlich so ein bisschen, aber sie war ja auch von außen jemand, also auch eine Außenseiterin, keine Politikerin und so weiter. Also das Profil stimmte schon mal. Und ja, ich habe schon viele Wahlkampfveranstaltungen in den USA halt erlebt. Seit 2004 bin ich regelmäßig drüben im Wahlkampf, außer dieses Jahr. Die Donald-Trump-Rallye war noch mal was ganz anderes als das, was ich bisher erlebt habe. Gerade wenn ich das mit Mitt Romney vergleiche, aber auch mit den anderen Kandidaten. Also das kann man überhaupt nicht vergleichen. Es ging schon mal los, dass auf dem Weg dorthin vor uns ein Auto fuhr, wo hinten stand Hillary for Prison. Damals schon, Aber ja, so. locker ab und so, ja, okay, ja. Ja, genau. Und dann war es wirklich auf dem Gelände, wie auf so einem Flughafengelände. Man wurde also durchsucht und so weiter und wirklich lange Schlange. Und es war ein Riesenraum. Es war mitten am Tag, an einem Dienstag, in einem ganz kleinen Nest in Colorado Springs. Ich glaube, 9000 oder so Einwohner. Also wirklich nicht dolle. Und vor Ort waren aber irgendwie an die 12.000 Leute. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und Geil. ja, das war eine richtig Und geile Stimmung. Und war einfach toll und das ist natürlich noch mal was anderes, den Kandidaten live zu sehen, als über Internet und Fernsehen oder weiß ich was. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Einfach diese Atmosphäre und ja, es ist können Sie bestätigen, ich vermute das einfach nur, weil er auch in seiner Rede auch sich also oft unterbricht, zwar dann Faden wieder aufnimmt, aber Sätze auch dann teilweise spontan irgendwie who said that und sowas, irgendwie so, ja. Er redet weitgehend frei, kann es sein? also auf den Rallyes, soweit ich das beobachtet habe, redet er immer frei. Also was anderes, wenn er im Weißen Haus irgendwie was bekannt gibt oder ja, da gibt es natürlich auch dann mal Teleprompter, aber also im Wahlkampf, und das ist, glaube ich, auch seine Stärke. Ich glaube, genau deswegen erreicht er die Leute, weil er halt so authentisch ist. Er redet halt nicht irgendwelche auswendig gelernten Sätze daher und so und irgendwelche Floskeln, sondern, wie man so in Berlin sagt, frei Schnauze. Mhm. Und ja, ich glaube, das genau kommt bei den Leuten auch gut an. Ich glaube, die Leute haben ein viel besseres Gespür, als manche Medien denken, für Authentizität und Wahrhaftigkeit. Ja, auf jeden Fall. Ich muss noch mal dazu sagen, weil kurz fiel mir jetzt gerade ein, weil im Chat vorher gefragt wurde, warum Sie ausgerechnet jetzt nicht in den USA sind, aber der Herr Wolfmeier, das ist jetzt nicht hauptamtlich hier für die Republikaner. Sie haben einen ganz normalen Job und leben in Deutschland. Vermute ich mal, so war das Hannover, gell? Und Das ist aber nicht der Grund. Also der Grund ist Corona, ach, Sie wären dort gewesen, ja? ne? Ja, Sie, sonst ja, wären wir dort gewesen. okay, Ja, okay, jetzt alles klar, verstehe. Corona. Corona, ja. Jetzt wollte ich mal wissen, weil wir hier von der Ferne, und ich muss wirklich gestehen, offen, das wissen auch meine Zuschauer, ich bin jetzt nicht derjenige, der die ganzen amerikanischen Kanäle beobachtet oder YouTuber beobachtet, die alternativen Medien, die amerikanischen, da bin ich ein bisschen schwach, aber irgendwo hört es dann auch auf mit meiner Zeit, ja. Ich bin da von anderen Leuten abhängig, die mir dann so stückchenweise Informationen dann irgendwie zuspielen. Wie ist denn das wirklich in Amerika momentan? Haben Sie vielleicht mehr Einblick mit den Mainstream-Medien? Ist es immer noch so eine Übermacht oder gibt es da im Vergleich zu 2016 schon da auch, okay, New York Post, ob die jetzt pro Trump ist, also auf jeden Fall ist sie nicht gegen ihn, ja, wenn sie sowas von Biden veröffentlicht. Das Oder ist stimmt. immer noch die Phalanx CNN, CBS, NBC und die ganzen Networks ist immer noch kämpfen mit allem, was sie haben gegen Trump? Ist es noch richtig so? Oder bröckelt es langsam? Die linken Medien kämpfen natürlich volle Breitseite gegen Trump, vor allem CNN. Also schlimmer als CNN geht gar nicht. Aber CNN hat sich damit, glaube ich, selber ins Knie geschossen. Ja. Die waren, bevor Donald Trump da war, ja der führende Fernsehsender.
nicht nur weltweit von den Ausländischen, sondern auch im Land und gehören jetzt gerade noch so zu den 10 Erfolgreichsten. Also auf Platz 9 waren sie, glaube ich, letztes Jahr. Die haben also einen totalen Abstieg erlebt. Das ist irgendwie nur noch so eine Hardcore-Klientel im Land, die CNN guckt. Und Ah die ja. wird natürlich bedient. Die wird bedient. Ich erlaube mir, meinen Gast zu korrigieren, Herr Wolfmeier, weil Sie sagten, CNN sind die härtesten. Leider Gottes, also wenn man es jetzt weltweit nimmt, ist es die ARD laut einer Harvard-Studie. Naja, in den USA. In den USA. Ja, okay. Aber das musste ich jetzt einfach bringen, weil es so absurd ist, ja, als ob in Deutschland der amerikanische Präsident gewählt werden würde. Also man könnte auch das Gleiche bezeichnen, absurd, wenn es jetzt nur pro Trump wäre. Es ist irgendwie sinnlos. Ja. Aber zum Beispiel Fox, zum Beispiel auch, auch natürlich im Internet, in den sozialen Medien ist Trump vorne, ja, in der Präsenz und in der Befürwortung oder in der Werbung für ihn. Dann macht er einen äußerst fitten Eindruck, muss ich auch mal sagen. Also ich meine, der haut fast jeden Abend irgendwo einen Wahlkampfauftritt hin und das nicht nur eine halbe Stunde, mal schnell Hello und dann ab in die Air Force One, ja, wieder schön chillen, sondern. Und vor allem, der hat, wann ist es, Ortszeit 19, 20 Uhr, da hat er schon einen langen Tag hinter sich, der gute Mann. Genau. Natürlich legt er sich auch irgendwann mal hin oder ruht sich aus, wie auch immer. Aber ich möchte mit 74, würde ich gern so fit sein, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ja. Und Genau, da, und dazu kommt, es wird ja. ja jetzt noch mehr. Also er hat angekündigt, dass jetzt bis zu 3 Veranstaltungen am Tag stattfinden sollen. Wusste ich gar nicht. Das ist jetzt wohl für die Endphase der Plan. Nochmal richtig Gas geben, um wirklich die 5, 6 wichtigen Staaten in regelmäßiger Tour besuchen zu können. Wahnsinn, wirklich, der Mann beeindruckt mich wirklich, ja. Er hat ja auch in einem Video mal gesagt, in einem Werbeclip quasi, ich muss das alles nicht tun. Ich könnte die Früchte meiner wunderbaren Firma genießen, Golf spielen und mit meinen Enkeln schöne Zeit verbringen. Genau. Gehen wir mal. Ich muss aber noch mal einen Schritt zurückgehen. Verzeihen Sie mir bei der Gerne. Vorstellung, weil das war mir wichtig. Das fand ich einfach in dem Interview so gut erklärt von Ihnen. Der Interviewer, der Sie interviewt hat, der wollte natürlich auch ein bisschen hier, naja, also gegen Trump irgendwo agitieren und Sie da ein bisschen aus der Reserve locken und fragte Sie, wie Sie das finden, dass dann auch eher radikalere, die was weiß ich, Homosexualität ablehnen oder religiös, tief religiös sind und solche gibt es ja alle Strömungen in USA und sie meinten, ja, schmeckt mir jetzt auch nicht richtig gut, aber akzeptiere ich, weil wir müssen hier alle mitnehmen. Amerika ist jetzt nicht, und es war selbst mir klar, wo ich noch nie drüben war, das ist jetzt nicht irgendwie, da muss man schon verschiedene Strömungen auch unter einen Hut bringen, weil sonst wirst du da drüben gar nichts, ja, politisch, oder? Das kann man so sehen, ja. Also auch Schwarze, Hispanics und so weiter, ja, die haben alle ihre eigenen Interessen und da kann man jetzt nicht sagen, ja, um die kümmere ich mich nicht, um die auch nicht, weil es gibt irgendwie Konflikt. Also das fand ich wirklich auch eine tolle Antwort, weil sie haben auch da dem Mann ein bisschen, dem Fragesteller ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, weil genau so ist es. Natürlich darf es jetzt nicht beliebig total werden, aber es ist schon Nein, richtig. nein, Amerika nein. ist wirklich sehr, sehr vielschichtig, ja, glaube ich mal, USA, oder? Kann man so Genau. sehen, ja. Auf jeden Fall. Also das Problem haben ja, wenn man das als Problem sieht, haben ja auch beide Parteien, ne? Also die Demokraten mussten, als sie noch Moderator waren, natürlich diesen Spagat nach links schaffen, um zu gewinnen. Und genauso geht es jetzt natürlich Donald Trump, dass er halt auch diese Evangelikalen, die jetzt nicht seine vorderste Basis ist, dass er die Ja. genauso mitnehmen muss wie die moderaten Libertarians. Und ja, das kriegt er mal, also zu 99%, wie ich finde, wirklich gut hin. Es gab jetzt eine Situation, wo ich denke, dass das nicht so ganz gut gelungen war. Das war dieser berühmte Moment mit der Bibel. Ja. Das, ja, da hat man gemerkt, da kam er, glaube ich, an seine Grenzen, um das zu erreichen. Aber ansonsten schafft er das wirklich gut. Nein, das kann man schon sagen. Also der Mann macht extrem wenig Fehler, aber jetzt bin ich mal ein bisschen polemisch. Man könnte fast eine Vogelscheuche, übertrieben gesagt, gegen Joe Biden hinstellen. Und ich muss wirklich fragen, es kann
Also wir in Deutschland, wir alternativen Medien fragen uns und die Zuschauer fragen sich auch, um jetzt mal auf den Gegner, auf den Gegenkandidaten oder auf den Konkurrenten zu blicken, von den Demokraten Joe Biden, 47 Jahre im Establishment in Washington DC und auch vor allem immerhin schon mal Vizepräsident unter Obama, wie man mit gesundem Menschenverstand draufkommen kann, diesen Mann, und ich möchte mich nicht lustig machen, ich weiß, ich lache auch immer wieder über ihn, aber es ist ja auch irgendwo traurig, ja, den Mann da zu Ja, sehen definitiv. und der sich da wirklich abmüht und auch unsicher ist und selber irgendwie auch merkt, ja, ich bin schon wieder ganz raus. Wie sehen das denn die Amerikaner? Wird der, ich meine, Sleepy Joe und so weiter, ja, wird ja auch vom Trump schön ausgekostet, würde ich auch machen an seiner Stelle, aber schütteln da nicht manche Amerikaner auch den Kopf und sagen, was ist denn hier los? Ja, komischerweise ist das trotz allem nicht so ein starkes Thema. Also, sonst wäre er auch nicht Kandidat geworden. Also Anfang des Jahres war es ja auch noch nicht so schlimm um ihn gestellt wie jetzt. Also das ist wirklich, da hat sich sehr viel getan, er hat total abgebaut. Stimmt, ja. Und das kommt dazu, dass viele Wähler, also gerade die Independent-Wähler, die haben natürlich bis zum den Parteitagen überhaupt gar nicht groß das verfolgt. Er war ja dann auch untergetaucht ein paar Monate, er hat ja kaum bei, also er war ja auch nicht so präsent, dass man das hätte unbedingt merken müssen. Und ich glaube, das wird jetzt erst, wo er doch präsenter ist und ja auch live sprechen muss und so weiter, jetzt wird das erst vielen klar, dass das nicht der Biden von 2012 oder 2010 oder 2008 ist. Und also ich finde das auch, so wie Sie, ich finde das eigentlich auch schon eher tragisch, dass man so jemanden auf so eine Reise schickt. Und ja, das ist ja sehr entwürdigend. Also die Frage ist, wer steckt dahinter? Ist es die Partei oder ist es seine Frau? Wenn es seine Frau ist, dann braucht er keine Feinde mehr. Ist es Also so eine Karrieretante, ja, oder wie? Weiß man da was? ich weiß nur, dass sie wohl immer schon gerne ins Weiße Haus wollte als First Lady, dass das ihr großer Traum ist. Ja, So profan aber wenn sie, manchmal, oder? So profan, ja. okay, was mich jetzt wirklich auch noch, also ich finde es toll, dass ich mit Ihnen da auch vor allem auf Deutsch parlieren darf, weil mein Englisch ist zwar gar nicht mal so schlecht, aber ich traue mir jetzt keine politische Diskussion ernsthaft auf Englisch zu. Wobei, Sie hatten mir vor der Sendung versprochen, nach der Wahl kriege ich eine Diät-Termin mit Donald. War irgendwie so. Da hoffe ich aber drauf. Nein, was ich fragen wollte, zurück zur Ernsthaftigkeit, und das ist wirklich, das frage ich mich wirklich, habe ich mich von Anfang an gefragt, als ich diese Szenen gesehen habe, und die sind auch, es sind auch so viele verschiedene Szenen im Internet abrufbar, wie Joe Biden mit wildfremden weiblichen Kindern, sage ich mal, also wirklich so 10, und dann auch jungen Frauen. Also vollkommen übergriffig, vollkommen distanzlos, inakzeptabel. Auch mit eigenen Kindern macht man das nicht. Ja? Die berührt man nicht so. Ich habe selber eine Tochter oder zwei, besser gesagt. Also fiel mir nicht ein, ehrlich gesagt. Ja? Also ich für die Zuschauer nochmal hinten an die Haare und dann wirklich so ganz angedeutet, sogar an die Brust oder an die Hüfte. Und die Mädchen und die jungen Frauen, das siehst du richtig, wie die versuchen, irgendwie noch die Haltung zu bewahren, aber wegzugehen. Und das Gesicht spricht Bände. Ja, die sind nur noch angewidert von dem alten Typen. Ja. Wie wird es in Amerika? Wird es überhaupt angesprochen oder wird es so irgendwie hingenommen und nicht weiter thematisiert? Also angesprochen wird das nicht bei keinem Sender oder so, aber es ist natürlich schon bekannt, es gibt ja dieses berühmte Video von der Vereidigung der neuen Senatoren 2013 nach der Wiederwahl. Und da hat er ja eigentlich fast jedes Kind, egal ob Junge oder Mädchen, begrapscht. Kann man so sagen, ja. Und auch die Ehefrauen der Senatoren begrapscht. Und die Ja, können also. nichts tun. Ja, die könnten höchstens eine, klar, ihm eine Ohrfeige geben und aus dem Raum heulend rennen oder irgendwas. Ja, aber das will man dann auch nicht. Die mussten das ertragen. Er hat es auch ausgenutzt, diese Situation immer jeweils. Ja. Ja, aber also es wird in den Medien nicht thematisiert. Trump thematisiert es auch nicht, gell? Irgendwie, komischerweise. Das ist ein Tabu. Also das ja, ist einfach ein Tabu. Ist einfach Jeder, okay, also ja. viele wissen es, in Washington DC ist das, glaube ich, so ein offenes Geheimnis, aber es wird halt unterm Deckel gehalten, ja.
Bei Ihnen im privaten Umfeld, bei Freunden aus Amerika, können Sie da was dazu sagen, ob Sie da irgendwie, also im privaten, da mal drüber geredet wurde oder sich empört wurde oder wie auch immer? Ja, Oder ist das... natürlich spricht man darüber. Also bei meinen Bekannten und Freunden ist das schon allen klar und bekannt. Auch bei den Deutschen übrigens, die sich dafür interessieren, ist Ja, bei das mir ja auch, bekannt. genau, ja. Ja, also ja, deswegen, aber deswegen braucht man es vielleicht auch gar nicht mehr so thematisieren. Aber ja, es ist halt einfach nur eklig, ne? Also, ja, da fällt einem leider auch nichts Entschuldigendes ein. Also bei dem Nein, anderen, richtig. dass er so abbaut, da habe ich Mitleid, aber bei dem Punkt kann ich wirklich nur Ekel empfinden. Ich danke Ihnen, das geht mir ähnlich. Mainstream-Medien in den USA hat man jetzt schon angesprochen. Jetzt würde ich gerne nochmal, die für mich, ja, ich sage mal, ich habe mehrere Erklärungen, aber vielleicht stimmt da keine davon. Wir hatten es vorhin gerade, ARD ist laut einer Harvard-Studie, das war jetzt nur von 4 oder 5 großen Networks. Das war jetzt nicht weltweit alle Länder, aber die ARD liegt mit 93 oder 95% Negativberichterstattung über Trump noch vor CNN. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja? Ja. da gibt es wirklich eine Studie, wo dann analysiert wurde, jede Nachrichtensendung, jeder Kommentar zu Trump, ja, hat Harvard gemacht. Und da liegt ARD an Nummer 1. Also das ist so das Einzige, wo sie an Nummer 1 liegen. Aber worauf ich hinaus will, wie erklären Sie sich das, dass die deutschen Medien und die deutschen Einheitsparteipolitiker, nenne ich sie mal, ja, so dermaßen auf Donald Trump einhämmern? Ja? Das ist ja nicht mehr, das ist ja auch nicht mehr logisch erklärbar, das ist ja pathologisch. Der kann ja machen, was er will. Der wurde ihm im Spiegel Online, das ist lange her, ein Jahr oder so, wurde ihm vorgeworfen, weil sie nichts anderes hatten, er würde beim Golf betrügen. Jetzt muss ich mal reinziehen. Ja? Also, also hier bei dem Sport, ja, das ist Wahnsinn. Ja? Oder bei dem Buch, irgendein Buch. Also so, man hat das Gefühl, okay, heute haben wir gar nichts, dann hauen wir jetzt irgendeinen Scheiß raus. Ja? Hauptsache negativ. Ja? Das kam dann hoch. Wie erleben Sie das, wie schätzen Sie das ein? Also es ist schon sehr, sehr krass. Das hat man auch, also als letztes Mal halt drüben war, als die dritte Fernsehdebatte war, die Medien haben, oder speziell Fokus, ich habe diese Fokus-App, wo ja dann immer die neuen Nachrichten kommen. Also in den Nachrichten stand entgegengesetzt das, was gerade im Fernsehen passierte, ja. Also Hillary war eigentlich an der Wand gedrückt und Fokus schrieb, jetzt kommt Donald Trump in Bedrängnis. Und wo ich dann so dachte, also das war so offensichtlich und wir haben das dann unseren amerikanischen Freunden da gezeigt und erklärt. Die haben nur noch den Kopf geschüttelt, die konnten das gar nicht glauben, dass man das so verdrehen kann. Ich glaube, das Hauptproblem der deutschen Medien ist, die hatten sich ja von Anfang an so auf ihn eingeschossen, Ja. dass sie aus dieser Falle selber gar nicht mehr rauskommen. Wenn im Presseclub zum Beispiel ein Journalist sagt, jetzt bleibt nur noch ein Attentat übrig, im ersten Nein. Presseclub nach der Wahl, ja, ein renommierter außenpolitischer Journalist der Zeit, ja, ich meine, da fehlen einem die Worte, oder? Also so, und da kommt man natürlich schlecht wieder raus. Also dann, und jetzt zuzugeben, dass er natürlich doch irgendwie ganz anders ist, jetzt zum Beispiel Außenpolitik, ja. Man hat gesagt, da kommt der nächste Weltkrieg und das Gegenteil ist ja genau der Fall. Richtig, ja. Ich glaube, Sie dann kommen aus der hart Nummer einem nicht doch sein raus. Gesicht und Ja, spinnt die Lügen ja, weiter, ja. ja. Wahnsinn. Das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Übrigens, liebe Zuschauer, auch der Herr Wolfmeier ist auch schon also Sie sind ja auch ein bisschen in die Mainstream-Medien eingelassen worden. Die waren auf Phoenix und sicherlich auch auf anderen Sendungen, von denen ich jetzt nichts weiß, weil ich das jetzt ehrlich gesagt Mainstream auch fast nicht gucke. Also das ist ja das Problem, ja, dass man dann manches auch nicht mitbekommt. Und da glaube ich, versuchte man ihnen auch ein bisschen dumm zu kommen. Sie haben sich hervorragend geschlagen, wie ich finde. Ja. Dankeschön. Sie haben sich mit ihren Kollegen von den Demokraten, die Sendung meine ich, wo dann die üblichen Vorwürfe kamen. Aber ich muss noch ein Klassiker loswerden oder ein Bonmot. Der Bonmot ist es nicht, aber weil Sie sagen, jetzt ist Trump irgendwie, jetzt ist er dran oder so. Der Klassiker, und es wurde oft gesagt, jetzt wird es eng. Jetzt wird es eng für Trump. Genau.
Das Das kann man wirklich, 1400. Mal. Ja. müsste man mal fast bei Google eingeben und dann sieht man mal, welche Networks und welche Portale das alles zu so verwenden, und zwar in verschiedensten Zusammenhängen. Ja. Ja. Das war damals bei der Russengeschichte. Ja, jetzt wird Ja. es eng bei dem Impeachment-Verfahren und so weiter. Ja. Und jetzt muss ich aber nochmal fragen, die Medien sind das eine, die strahlen natürlich, wobei Amerikaner nur wirklich hochinteressierte Amerikaner werden überhaupt deutsche Medien verfolgen und vielleicht, also kann man vergessen, die müssen auch erstmal Deutsch können und kein Mensch wird sich das übersetzen. Amerikaner sind da, also wir sind da total unwichtig, das ist mir auch klar, ja. Vielleicht ist ein Ticken anders, wenn man auf die deutschen Politiker geht. Also wenn der Steinmeier zur Gratulation den Trump Hassprediger nennt, wenn Ja. der Außenminister irgendwie, also ich will es gar nicht, weiß es jetzt auch nicht, aber es war auch unsäglich, die Kanzlerin Ja. ermahnt ihn zu Meinungsfreiheit und Demokratie, ja, also Ja. einzuhalten, die Werte und so weiter. Es ist ja immer das Problem, dass ein Land auch oft von anderen Nationen beziehungsweise deren Bevölkerung auch so ein bisschen eingeschätzt wird, was von der Führung kommt, was von der politischen Ja, Führung, von klar. der Regierung kommt. Ja. Es soll ja Leute geben, die sind jetzt nicht mehr, seitdem Trump Präsident ist, nicht mehr in die USA gereist. Also deswegen, ja, als ob das über Nacht irgendwie das Land sich ausgetauscht hätte. Okay, kann man machen. Ist halt nur für mich jetzt irgendwie nicht nachvollziehbar. Wie sehen denn die Amerikaner? Ich meine, die Amerikaner waren immer deutschenfreundlich, so grundsätzlich, ja, also wenn es noch stimmt. Und wie sehen denn die Amerikaner generell, dass auf ihren Präsidenten so eingehämmert wird, ja, auch von deutschen Politikern? Also immerhin, es ist ja auch der Repräsident der Demokraten, ja, wenn man so will, ja, Ja, also der Bevölkerung. also das ist überhaupt kein großes Thema, weil das Ach, sind die Gott sei Dank. Amerikaner aber auch gewohnt. Also über Ronald Reagan wurde ja auch schon gelästert. Stimmt. Von Bush wollen wir jetzt mal gar nicht reden. Also ich glaube, da sind sie auch so ein bisschen müde geworden, das noch irgendwie für voll zu nehmen. Also, weil in Europa ist jeder Republikaner irgendwie Rassist und dumm und ich weiß nicht was. Ja, das beeindruckt, glaube ich, nicht mehr. Okay, also es kommt auch nicht in den Medien großartig vor, oder? Nein, Ja, das ja. ist kein Die Thema. Aber ich überschätzen wollte noch sich eine alle. ganz. Die überschätzen Ja, sich alle, genau. oder? Aber ich wollte eine kurze Lanze brechen für die deutschen Medien. Ich muss fairerweise sagen, dass vor allem die Radiostationen und die Zeitschriften, dass die sehr fair jetzt in diesem Wahlkampf sind auf Ach ja. eine ausgewogene Berichterstattung. Also bei Interviewanfragen wird das immer betont, dass sie halt möglichst beide Seiten darstellen wollen und dass es ihnen wichtig ist, dass auch beide Seiten zur Sprache kommen. Das muss man ihnen jetzt immerhin ja auch dann zugestehen. Das finde ich sehr erfreulich. Im Fernsehen sieht es jetzt nochmal anders aus. Also Phoenix ist ja eh generell ein bisschen fairer aufgestellt, aber Ja. ARD und ZDF sind da schon nochmal eine andere Nummer. Das könnte auch dann, wie soll ich sagen, dahin führen, dass sie sich vielleicht nicht mehr das Ding leisten, den Herrn Schöneborn vor diesem Balken Hillary und vor 4 Jahren und so viel Trump an Wahlabend, ja, die Polls, ja, die Umfragewerte, ja, also die beiden, das Bild, ist ja ein Klassiker geworden, ja, wie er davor Ja. vor diesem Monitor da steht. Trotzdem ist es, glaube ich, was meinen Sie? Ist es vielleicht gar nicht so der Traumjob? Vielleicht versucht sich da der eine oder andere zu drücken an dem Wahlabend, weil der, ganz ehrlich, wir können schon vermuten, dass Donald Trump, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, gewinnen wird, gar nicht so Ja. begehrt ist, da eine Sendung zu machen, weil da die Gesichter dann je mehr Ergebnisse reinschneien, immer länger werden, oder? Also das war ja schon 2016 eine Katastrophe. Ja. Ja, genau. Also ich glaube, da ist auch ein bisschen Realismus, auch wenn noch versucht wird, Biden ist vorne in den Umfragen und Trump holt auf und so weiter. Trump sagt, ich war nie hinten, ja, so ungefähr. Ja, Ja, also ja. ja. Sie haben aber, das wird jetzt noch vielleicht eine leicht private Frage, weil Sie selber eine kleine Wahlparty feiern werden, die Nacht da mit ein paar Freunden beobachten. Wie schätzen Sie es ein? Was glauben Sie, wie groß ist der Einfluss der Briefwahl und wie glauben Sie wirklich die Chancen von Biden oder Trump?
Also Donald Trump wird die Wahl gewinnen. Wenn jetzt nicht in den nächsten 2 Wochen jetzt noch irgendwas ganz Merkwürdiges passiert, man weiß ja dieses Jahr nicht, also es ist ja so viel Komisches passiert, aber Ja, richtig, wird auch wenn noch jetzt weiter, alles, ja. wenn jetzt alles halbwegs normal weiterläuft, wird er auf jeden Fall gewinnen. Die Frage ist, wie stark wird das sein? Ja? Wird das stärker noch als vor 4 Jahren sein oder schwächer? Das ist noch nicht ausgemacht, würde ich sagen. Aber ich selber bin ja so ein bisschen Hobby-Wahl-Umfrageforscher sozusagen. Also ich habe ein Ja. System entwickelt, über die Jahre Umfragen so zu verarbeiten, dass die realistisch sind. Und bis auf einmal habe ich alle Wahlen seit 2000 richtig gehabt, sowohl Präsidenten- als auch Midterm-Elections. Also das muss man erklären kurz, das sind die zwischen den Wahljahren, also zwischen den, also nach den 2 Jahren, 2 Jahre nach der Präsidentschaftswahl, das sind dann die Senatoren und Genau, Gouverneure, und oder? Kongress. Kongress, genau. Senatoren, Gouverneure und Kongress, genau. Genau. Und Und da waren Sie richtig, ja. Auch bei genau. auch 2016 dann natürlich logischerweise, ja. Ich habe, ja genau, 2016 hatte ich 304 Electoral Votes für Trump vorhergesagt und 306 waren es dann. Ich hatte Nevada und Wisconsin miteinander getauscht. Okay. Aber ja, und die einzelnen Bundesstaaten hatte ich teilweise mit einer Fehlermarge von 0,5% oder so nur. Also da ist mein System eigentlich wirklich gut. Und ich habe Donald Trump seit Januar konstant vorne. Es war im Juni, war es etwas enger. Da hing es eigentlich nur noch an einem Staat. Da war ich auch ein bisschen, nicht Aha. in Sorge, aber da hatte ich so ein bisschen, dachte ich, oh, hoffentlich kippt es jetzt nicht noch auf den letzten Metern. Aber also gerade die letzten Wochen hat sich das noch sehr verfestigt. Ja, der Trend Okay, ist sehr deutlich. da gratuliere ich Ihnen dazu. Die werden den Namen wissen. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Es gibt irgendein Wahlorakel, nenne ich es jetzt mal, der die letzten 26, oder ein Institut, das ist keine einzelne Person, die letzten 26 Präsidentschaftswahlen jetzt nur. Und er hat sich, glaube ich, nur zweimal geirrt. Aber er hat sich bei 2016 auch nicht geirrt. Also er hat auch Trump richtig vorhergesagt. Ja. Das ist ja auch das Wichtige, liebe Leute, weil das war, glaube ich, die Wahl, wo eigentlich am ehesten schon der Gewinner feststand mit Hillary Clinton, also vom Gefühl her, ja, und von der Unterstützung her. Ja, also es ist absurd. Das war seit September 2016 war klar, dass Hillary verlieren wird und dass sie da im Rust Belt vor allem verlieren wird. Ja. Also das, ich kann das ganz kurz erklären, wenn ich darf. Ganz kurz gerne, aber Rust Belt, ich muss nur von dir, das ist der rostige Gürtel, sage ich mal, das ist der mittlere Westen, ja. Ja, genau. Es sind die Overfly States, also von der Ja, genau. Ostküste zur Westküste, Küste, und dann sagen die reichen, bornierten Hipster, schau mal da unten, die Rednecks da oder sowas. Irgendwie so, ja. Also das ist dann auch mit Verachtung auch betrachtet, oder? Von den Genau. Es ist halt Ostküsten, sehr ländliche Gebiete, die ja. aber sehr groß sind, also trotzdem auch viel Bevölkerung haben. Und ja, also es ist halt, die Kunst ist, man muss für die einzelnen Bundesstaaten die Parteienstruktur kennen und auch die Entwicklung der Parteienstruktur. Also ich nehme mal ein einfaches Beispiel. Michigan hat 39%, die bei der Demokratischen Partei sind und 32% bei der Republikanischen Partei und 29% halt Independent-Wähler. Während Wisconsin halt 35-35 ist und 30% Independent-Wähler, also genau gleich auf. Und wenn man das natürlich verändert, also die meisten Umfragen für Wisconsin haben halt 40% Demokraten und nur noch 30% Republikaner, also 10% Unterschied statt gleich auf. Ja. Und wenn man da dann die Zahlen für also als Messlatte sozusagen nimmt oder als Maßstab, dann bekommt man natürlich auch ein entsprechend anderes Ergebnis, ist ja logisch. Und das kriegen die Umfrageinstitute nicht hin, ob jetzt absichtlich oder weil sie es einfach nicht gebacken kriegen, das ist eine andere Frage, aber ja. Ich möchte noch mal ganz kurz zurück, weil so wie ich das ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen wenig wusste, wissen es vielleicht auch einige Zuschauer nicht so richtig. Man muss jetzt auch mal sagen, der amerikanische Präsident ist ja jetzt nicht der Kaiser, der alles bestimmt. Das ist ein föderales System, ja. Da wird viele Gesetze werden auch in den Bundesstaaten angefertigt sozusagen oder erlassen und gelten dort. Genau.
In dem einen Bundesstaat darfst du das, in dem anderen Bundesstaat darfst du das eben nicht. Ja, also da gibt es Genau. schon Unterschiede, gar nicht so kleine. Ja, und ich glaube, es kommt auch darauf an, von der Rechtsprechung, wo man jetzt irgendwo ein Verfahren hat, weswegen auch immer Zivil- oder Strafrecht, da gibt es auch Unterschiede. Also vieles, was auch, man kann sagen, der amerikanische Präsident ist natürlich außenpolitisch der Repräsentant, das ist da entscheidet er allein, ja. Und über die Oberbefehlshaber, logisch, aber eben Steuergesetzgebung auch vom Bund, also von der Federal-Geschichte. Aber es gibt halt, ich glaube, das ist noch abgegrenzter als bei uns, der Föderalismus, oder? Kann es sein? Also die sind noch Ja, unabhängiger, die Bundesstaaten, und da hängt es genau. wirklich davon ab, wer ist der Gouverneur und die Regierung Genau. und was erlassen die dafür Gesetze in dem Rahmen, den sie halt haben. Natürlich haben die auch einen Rahmen, genau, nicht alles irgendwie bestimmen. Das ist ja auch ein Parlament dann einfach, ja, oder? In den jeweiligen Staaten. Genau. Ja. Und deswegen, weil hier so ein bisschen immer der Eindruck entsteht, es gibt nur den Präsidenten und dann gibt es ein paar Büroleute oder so. Schön wär's. Ja, aber andererseits finde ich das kein schlechtes System. Ein bisschen Nein, nein, nein. Subsidiarität, ja, ein bisschen am Ding. Und wie würden Sie das denn einschätzen, diese Geschichte mit, oder wie haben Sie das empfunden, nochmal auf Biden zu kommen, was jetzt ganz aktuell die beiden Geschichten mit Hunter Biden, mit Laptop, mit Ukraine, China, Kasachstan, jetzt habe ich irgendwo gehört, jetzt ist noch ein viertes Land dazugekommen, mit dem Geschäfte gemacht wurden auf Cash, damit der Vizepräsident vorgestellt wird und so weiter. Und ich möchte noch nicht wissen, was da sonst noch rauskommt, wenn die New York Post, glaube ich, sagt, wir haben bis jetzt 5% rausgehauen von dem, was wir hier haben. Ja. Ja, Ja. das ist natürlich jetzt auch tröpfchenweise vor der Wahl getimt. Also brauchen wir nicht reden, wir haben Wahlkampf. Und da muss man auch, liebe Ja. Zuschauer, ich glaube, da geben Sie mir recht, da darf man jetzt auch nicht jedes Wort gleich für bare Münze nehmen im Genau. Wahlkampf. Muss man schon schauen, ob das mehrere Quellen bestätigen, weil natürlich wird jetzt mit Dreck geworfen ohne Ende. Ja, das kann man so sagen, oder? Wie empfinden Sie diese ganze Entwicklung, dass jetzt Biden hier den Demokraten langsam die Kampagne um die Ohren fliegt? Ja, ich bin mir auch nicht so sicher, ob das Ganze wirklich so eine große Nummer wird für ihn, wie man jetzt vermuten könnte. Weil A, ist vieles davon ja schon durchgekaut worden, als das Impeachment-Verfahren lief. Interessanterweise oder ironischerweise sollte ja Donald Trump für das impeached werden, was jetzt über Biden rauskommt, was er gemacht hat. Aber das ist halt alles schon in der Diskussion da gewesen im Januar, Februar diesen Jahres. Die Frage ist halt, wie viel Brisantes Neues ist da wirklich bei? Klar, es gibt lauter kleine Details jetzt mit dem Sohn, da gibt es ja diese Bilder irgendwie mit seiner Crackpfeife und Pipapo. Auch Aber ich bin. minderjährige sexuelle Geschichten, also wird kolportiert, es geht immer weiter, ja. Ja, aber da wird ja wieder die Frage sein, wie weit wird das dann wirklich berichtet? Aber. Ich bin mir halt noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich so eine große Dimension annimmt, wie zum Beispiel diese E-Mail-Geschichte bei Hillary Clinton. Wage ich jetzt noch keine Prognose. Es wird interessant sein bei der Fernsehdebatte Donnerstagnacht, ob Donald Trump das aufgreift und als Thema macht. Gerade wenn es dann zum Thema Außenpolitik kommt, was ja in der Debatte ein großer Punkt sein wird. Richtig. Das wird interessant. Guter Hinweis, die ist aber auch spät, gell? Die fängt um 10 Ortszeit erst an, glaube ich, oder? Oder 8 Late Night oder was ist Ja, das? also ich glaube, 3 Uhr unserer Zeit müsste es Ja, losgehen. okay, mal schauen. Ist es denn, wissen Sie das zufällig, jetzt ein physikalisches Treffen oder ist es ein virtuelles Treffen? Also bisher ist ja physikalisch gedacht, aber ob das, ich bin gespannt, ob das wirklich so Ach so, kommt. Also. ja, ich habe nur gehört, dass jetzt neuerdings, also als Innovation, die Mikros stumm gemacht werden. Wenn genug, Ja. wenn derjenige ist natürlich auch, ja, genau, das Gesicht, ihr Gesicht spricht da Bände, das sehe ich auch so. Aber Stichwort Hillary Clinton, E-Mails, da wird jetzt zumindest momentan, habe ich das Gefühl, ein bisschen auf Sparflamme gekocht, weil das wird dann nach der Wahl wahrscheinlich erst richtig hochkommen oder dann auch angeklagt werden, ja, möglicherweise. Glaube nicht, dass Donald Trump da, also ich meine, der kann ja auch nicht alles auf einmal machen,
Und ich glaube, der will jetzt auch nicht, Hillary Clinton steht auch nicht zur Wahl. Das ist jetzt gerade nicht unwichtig, aber ist jetzt nicht der erste Tagesordnungspunkt, jetzt die letzten 2 Wochen vor der Wahl. Aber noch zur Technik. Das habe ich jetzt, vielleicht können Sie mir das beantworten. Die Amerikaner, weil ich habe das gestern, ich habe gestern, ich meine, ich gucke ja nur Donald Trump, das ist klar, aber ich habe gestern wo war er? In Arizona oder wo, ist ja jetzt gar nicht wichtig, in die Wahlkampfrede gehört, wo er die Leute auffordert, go vote. Ja, also geht jetzt wählen. Ihr könnt jetzt, today, ihr könnt heute wählen. Ja, also das nochmal kurz erklärt: Die Amerikaner, ab einem gewissen Termin kann man jeden Tag in, was ich, in Gemeinde oder wo das dann stattfindet, hingehen und seine Stimme abgeben. Da gibt es jetzt nicht einen Wahltag von 8 Uhr bis 8 Uhr oder irgendwas, oder? Jein. Okay, erklären Sie es kurz, wenn Sie, ja. Also das ist sehr komplex. Es ist in jedem Bundesstaat nämlich anders. Also es gibt Bundesstaaten, die haben gar kein Early Voting. Da kann man nur am Wahltag wählen Ach doch, gehen. ja, das gibt's doch. Okay, ja. Genau. Und die Early Votings, also das Vorherwählen, findet auch überall unterschiedlich statt. Also Michigan hat dies ja den Anfang gemacht. Kurz vor der Fernsehdebatte am 25. September konnte man da schon wählen gehen. Aha. Während North Carolina und Florida jetzt gerade erst angefangen haben. Also das ist sehr unterschiedlich. Das war aber auch immer schon so. Also es ist jetzt nichts Neues oder so. Was jetzt wirklich neu ist, ist ja halt diese Briefwahlgeschichte. Nicht das Briefwählen an sich auch nicht, das gab es auch schon immer. Ja. Aber es gab andere Regeln. Also eigentlich, und in den meisten Bundesstaaten ist das ja auch noch so, man muss registriert sein, um Briefwahl machen zu können. Man muss sich ausweisen können. Und man muss es beantragen, selber aktiv Aktiv, werden. verstehe, ja, okay. Genau. Und das finde ich schon echt unglaublich, dass sowohl in Amerika, aber als auch hier die deutschen Medien es nicht für nötig befunden haben, zu hinterfragen, warum die Oppositionspartei 5 Monate vor einer Wahl dieses umkehrt, dieses Gesetz, aber auch nicht landesweit. Also wenn man jetzt sagt, das ist unfair und man muss Briefwahlsystem ändern, okay, ist eine Sache, kann man ja diskutieren, aber dann müsste es ja für alle Wähler gelten. Aber die Demokraten fanden das komischerweise nur in 5, 6 Staaten notwendig, da wo sie nämlich ihre Gouverneure haben. Und das ist natürlich. Also wenn das kein versuchter Wahlbetrug ist, dann weiß ich nicht. Also ich finde das so offensichtlich. Ich kann mal ein Beispiel geben. In Ich danke Ihnen. Nevada. Ja, ich finde es sehr interessant, weil das, jetzt wird es für mich klarer, muss ich ehrlich sagen. Ja, okay, ich habe es nie Ja. verstanden. Ja. Ja. In Nevada zum Beispiel. Und darum glaube ich, Donald Trump wird zwar Nevada gewinnen, aber trotzdem verlieren am Ende, weil die Demokraten werden das klauen. In Nevada ist es so, dass der Governor ein Gesetz eingebracht hat, was durchgekommen ist, leider auch durch die Gerichte. Dass jeder Einwohner in Nevada, egal ob registriert, völlig egal, jeder, der in Nevada lebt, bekommt diese Briefwahlzettel nach Hause geschickt. Unaufgefordert, er muss nichts tun. Unaufgefallen. Er muss nicht registriert sein, er muss sich nicht ausweisen können, er bekommt es einfach zugeschickt. Da fängt schon mal an. Es gibt natürlich, also man muss bedenken, knapp 55% der Wähler gehen überhaupt nur wählen. Wenn ich jetzt also ein Anhänger von jemandem bin, und habe meinen Nachbarn und weiß, der interessiert sich null für Politik, kann ich doch mir diese Wahlunterlagen geben lassen, oder? Also, ne, nett abends beim Bierchen mit Pizza. Mensch, hier, du interessierst dich doch gar nicht, kann ich nicht deinen. So, das ist Ja. der erste Punkt. Und dann kommt noch dazu, in Nevada ist es so, dass bis 10 Tage nach der Wahl gewählt werden darf. Das heißt, wir werden nach der Wahl erleben, dass in den nächsten 10 Tagen der Vorsprung wahrscheinlich dann immer knapper sein wird, bis dann die Demokraten vermutlich irgendwann vorne liegen. Und dann kommt noch als drittes hinzu, dass in Krankenhäusern und Pflegeheimen und so weiter die Pflegekräfte für die Patienten wählen dürfen. Gut, das ist eine Sache, aber also das Schlimmste finde ich wirklich mit diesen 10 Tagen. Und das haben die Demokraten halt in North Carolina versucht, in Pennsylvania, Michigan, Wisconsin und Nevada. In den anderen 5 oder 4 Bundesstaaten sind sie damit gescheitert. Da haben die obersten Gerichte der Bundesstaaten gesagt, ist nicht. In Michigan war es sogar ganz extrem. Da hatte die Gouverneurin vorgehabt, dass man bis 14 Tage nach der Wahl noch wählen darf. Da haben aber die Gerichte klar entschieden, A, es müssen alle Briefwahlen oder alle Briefzettel, die kommen, müssen einen Stempel bis zum Wahltag haben.
Eingangsstempel, Und ja. ja, also ne, es muss halt bis zum Wahltag muss das praktisch auch passiert sein. Ja. Aber es kann ja sein, wenn jetzt aus Übersee was kommt oder so, dass das ein paar Tage später kommt. Und jetzt muss ich kurz überlegen, in Pennsylvania und Wisconsin ist es so, dass bis 3 Tage nach der Wahl gezählt werden darf. Also, ne, wenn die 2 oder 3 Tage nach der Wahl kommen, gelten die noch, danach nicht. In Michigan und North Carolina gelten die Briefwahlen nur, die Briefwahlzettel nur, die am bis zum Wahltag auch eintreffen. Also da ist nichts mit nachträglich noch irgendwie ordern. Das andere ist halt Nevada, ist halt das andere Extrem, wo halt bis 10 Tage nach der Wahl dann ist erst Schluss. Ja, und Also, das finde ich sehr erstaunlich, dass das so sehr durchgeht durch die interessant, Medien. sehr interessant. Es ist aber auch, ich muss jetzt das Wort in den Mund nehmen, demokratisch natürlich auch fragwürdig, weil es wird ja irgendein Ergebnis in der Wahlnacht geben und es könnte man dann nachträglich noch durch Aktionen, also hat man auch die Möglichkeit, wenn man noch nicht gewählt hat, das noch oder Nachbarn, Pflegeheim oder was auch immer, ja, wo man dann noch irgendwelche Stimmen einsammeln kann, noch eventuell, ja, was heißt korrigieren? Das wäre jetzt meine Frage, wie gefährlich kann es Donald Trump werden, diese Staaten, die Sie erwähnt haben? Also dadurch, dass die Gerichte ja in den anderen Staaten gesagt haben, es muss dieser Stempel da sein vom Wahltag spätestens, und auch diese 3 Tage nachträglich ist das dann eigentlich egal. Also wichtig war wirklich, dass nur die gelten, die bis zum Wahltag abgeschickt wurden. Klar kann man da auch manipulieren, aber nicht im großen Stil. Also ich sag mal, in Pennsylvania hauen die Demokraten eh immer gegen Ende des Abends nochmal 50.000 Stimmen aus Philadelphia raus. Aber mehr geht halt dann auch irgendwie nicht. Also da ist das dann auch irgendwo begrenzt mit dem Betrug. Von daher glaube ich, dass das in den Bundesstaaten und für Michigan freut mich das besonders, dass es da gar keine Kulanz gibt. Glaube ich, dass es in den Bundesstaaten halt wirklich keinen Ausschlag geben wird. Aber in Nevada bin ich fest überzeugt, werden wir das halt wirklich live verfolgen können. Nur Nevada wird nicht der Punkt sein. Also die Wahl wird nicht an Nevada hängen. Insofern Ja. wird das kein großes Interesse verursachen, aber man kann es ja trotzdem selber verfolgen, wenn man will. Ja, 2018 wurde das ja auch versucht in Florida. Da ist dann 2 Tage nach der Wahl plötzlich noch ein Lastwagen voller Stimmen gefunden worden. Komischerweise alles Stimmen für die beiden demokratischen Kandidaten, 0% für den republikanischen Kandidaten. Natürlich, ja. Ja, aber da haben die Gerichte auch sofort gesagt, ist nicht. Und hinterher kam ja dann sogar raus, ist dann ein Video aufgetaucht, wie in einer Fabrik die Stimmen noch gemacht wurden und sogar Anleitungen von einer hohen Demokratin aus Florida, die inzwischen verklagt wurde, angewiesen wurde, die Stimmen noch zu machen. Das ist aber aufgeflogen. Also in Florida wird das auch nicht funktionieren. Da ist ein republikanischer Governor, der wird schon rechtzeitig einschreiten. Also Okay. da braucht man sich keine großen Sorgen machen. Herr Wolfmann, geben Sie mir eine Sekunde. Ich muss kurz Na klar. meinen Kater, der heißt Jimmy Carter, den muss ich jetzt rauslassen. Wir können Aber also sehr ab. sympathisch, ich habe auch 2 Kater. Ja, sehr gut. Eigentlich ist es nicht meiner, sondern von meinen Kindern, aber Sie wissen ja, wie das ist. Also Sie können sich vorstellen, vielleicht, wie das ist. Ich bin natürlich derjenige, der ihn versorgt. Wir können davon ausgehen, dass wir irgendwann in der Nacht oder Ortszeit morgens ein einigermaßen sicheres Ergebnis haben werden? Oder glauben Sie, das wird eine Riesenhängepartie nach der Wahl, ein Riesengerichts Supreme Court oder Nachzählen oder Wiederholung oder was da alles vielleicht möglich ist? Also Sie glauben, das wird hier eine klare Kiste, ja? Ja, auf jeden Fall. Also das Engste, was passieren kann, ist irgendwie 280 Electoral Votes. Das liegt ganz einfach daran, weil Pennsylvania mit ziemlicher Sicherheit an Donald Trump geht. Und das sind dann die 20, die ihn darüber tragen, über die 270, die er braucht. Ah, Also okay, ja. ja, das wird nicht passieren. Es wird kein 2000 sein oder noch Al schlimmer, Gore wie und so das. weiter, ja. Kurze Erinnerung, er hatte letzte 2016 340 oder so, kann es sein? Über 300 jedenfalls, ja. Donald Trump. Sie meinen ja 2016? 2016, Entschuldigung, natürlich. Donald Trump über 300, Ja, glaube ich. 306. Oder Genau. 306, hatten Sie ja gesagt, genau, so war es. Also, das war schon ziemlich deutlich, oder?
Das war ja nicht nur, das war schon ziemlich deutlich. Ja, es war jetzt nicht so deutlich wie bei Obama. Obama hatte ja bei der ersten Wahl 360 und bei der zweiten irgendwie 330 oder 320, so in dem Dreh irgendwie. Aber es war das beste Ergebnis eines Republikaners seit 1988. Und vor allem hatte er in vielen Bundesstaaten, selbst in denen, wo Hillary klar gewonnen hat, wirklich das historisch beste Ergebnis eines Republikaners seit Jahrzehnten. Und das ist für mich auch immer so ein Argument, weil viele in Deutschland ja schreien, ah, er hat ja gar nicht die Popular Vote, also die Mehrheit der Stimmen bekommen. Aber ja, da ist immer mein Argument, das ist ja auch, also Hillary hat die Wahl in der Popular Vote nur deswegen gewonnen, weil sie in Kalifornien das historisch beste Ergebnis eines Demokraten bekommen hat. Das beste seit 1936. Und das ist halt der größte Bundesstaat mit der größten Bevölkerungsanzahl. Und wenn man da natürlich so historisch gewinnt, das bringt einen natürlich nach vorne. Aber sie hat halt selbst in ihren eigenen Staaten, die sie gewonnen hat und die eigentlich sicher sein müssten, in allen anderen sonst die historisch schlechtesten Ergebnisse seit Jahrzehnten gehabt. Und da sieht man halt, dass dieses Electoral College halt doch eine gute Erfindung war von den Gründungsvätern damals, obwohl die ja noch gar nicht wissen konnten, dass sich das mal an Ost- und Westküste so auslagern wird mit New York und Kalifornien. Aber das ist halt wirklich genau ausstaffiert, dass aus jeder Region kleine und große Staaten sozusagen die Wahl entscheiden und nicht ein, zwei große Staaten. Ich muss nochmal erklären, ich hoffe, ich erkläre es richtig. Hillary Clinton hat von allen abgegebenen Stimmen mehr gehabt, in absoluten Zahlen. Ja? Mehr Leute haben für sie gestimmt. Aber aufgrund des Wahlsystems und dieses föderalen Systems und wie Sie es gerade erklärt haben, muss ich auch sagen, also finde ich jetzt auch anders, vielleicht das Fairste überhaupt, das so zu gestalten, dass auch alle eine Stimme haben, alle Staaten, sage ich mal, oder so. Ja, Moment, Kalifornien muss ich aber auch sagen, Kalifornien wird jetzt nicht an Trump gehen, aber selbst in Nein. Kalifornien, ich glaube in Los Angeles oder auch in anderen Städten, trauen sich inzwischen, und es war vor 4 Jahren, glaube ich, undenkbar, Trump-Anhänger mit Fahne und hier Mütze und so weiter auf die Straße und feiern ihn. Ich weiß gar nicht, geht der überhaupt nach Kalifornien oder ist es total sinnlos? Trump Natürlich im geht er nach Wahlkampf. Kalifornien, um Wahlkampfgeld zu sammeln, weil es Ah. da natürlich auch sehr reiche Republikaner gibt. Er war gerade vor einer Woche, war er, glaube ich, da. Und das ist eigentlich das Interessanteste. Also daran kann man halt auch nochmal sehr gut sehen, wie das Rennen wirklich steht. Wenn in Staaten wie Kalifornien, aber auch Ohio und New York und sogar Washington DC Paraden für Donald Trump stattfinden oder auch in Wahnsinn. Miami, was eine Hochburg der Demokraten ist, Hillary hatte da über 70%. Florida, ja. Ja, und da fanden vor 2 Wochen am Wochenende eine Parade mit 15 oder 20.000 Latinos statt, die für Donald Trump Auch Kubaner, geworben Exilkubaner haben. und so weiter. Ja. Ja, und das gab es vor 4 Jahren alles nicht. Und daran kann man ja sehen, dass einfach die Popularität selbst in solchen blauen Staaten oder Gebieten viel größer geworden ist, dass die Leute das da machen. Und ja, ein Indiz sind natürlich auch die Rallyes. Jetzt gut, bei Biden könnte man natürlich sagen, viele Demokraten haben halt auch Angst, rauszugehen zu irgendwelchen Massenveranstaltungen, weil ja anscheinend die Demokraten viel mehr Angst vor Corona haben als die republikanischen Wähler. Aber ich habe das 2016 gesagt und ich denke, das stimmt diesmal auch. Wenn ein Kandidat historischen Ausmaß die Leute rauskriegt, ja, auf so eine Wahlkampfveranstaltung, also bei Anstehen, Donald Trump ist stundenlang es anstehen, hinfahren, Tag, alles. also manchmal sogar ein Tag. Also es Ja, gab jetzt ja. schon Wahlkampfveranstaltungen, da haben die Leute schon den Tag vorher in der Kälte gestanden und übernachtet, um möglichst weit vorne zu stehen. Und ich habe ja erzählt, wie viele Leute in Colorado in so einem kleinen Nest waren. Inzwischen ist das alles noch viel größer als 2016, ja. Also, und wenn Corona jetzt nicht wäre, wäre es wahrscheinlich noch extremer. Ja. Biden, wenn er irgendwo hinkommt, kommen vielleicht 10, 15, das höchste ist 100 Leute. Das ist Hillary hatte peinlich. immerhin an die 1000. Also, Ja. Da gibt es ja diese kürzlich, gibt es diese Szene, wo Biden
spricht und er ist praktisch nah in der Kamera und dann schwenkt die Kamera auf einen überdimensionalen im Freien Teleprompter und dann meint da einer auf Ja. Twitter, ein Amerikaner, der Teleprompter ist größer als die Ja. Zuschauermenge. Oder Und was natürlich sehr hart war, er war vor, lass mich überlegen, einer Woche etwa in Arizona mit Kamala Harris. Es war der erste gemeinsame Auftritt mit Kamala Harris seit dem Parteitag. ja. Und wer ist gekommen? Es sind etliche Trump-Fans gekommen, die mit Trump fahren, aber nicht einer für Biden und Harris. Es war niemand da. Und dann Four More Years und so weiter wurde skandiert, glaube ich, irgendwie auch. Ja, Ja, also Four ja. More Years. Und das ist natürlich bitter, also Ja, so. nochmal ganz kurz für die Zuschauer. Rot ist Trump und blau ist Biden bzw. Demokraten. Blau und Republikaner rot, nur noch mal für die Wahlnacht, ja, schon mal ein Ja, bisschen. genau. Ich habe im Prinzip das falsche Hemd an. Ich auch, ja, aber ich glaube, wir beide haben schon rübergebracht, wo wir da eher, wen wir da eher favorisieren, ja, oder den Sieg wünschen. Nochmal zu Biden, jetzt ganz aktuell, weil Sie die Debatte am Donnerstag angesprochen haben, im Gegensatz zu Donald Trump, was Sie mir jetzt gerade neu erzählt haben, der macht dann 2 bis 3 Shows am Tag, ja. Ich meine, das ist jetzt, er hat jetzt auch keinen Vorteil, weil er Präsident ist. Der Joe Biden fliegt natürlich auch mit dem Flugzeug rum, liebe Leute. Also die Air Force One, Ja. okay, der mag vielleicht irgendwie irgendwas bequemer sein, aber letztendlich ist das jetzt nicht, hat er da keinen Bonus dadurch, dass er Präsident Nein. ist. Aber Joe Biden hat, ob das jetzt mit diesen Enthüllungen zusammenhängt oder warum auch immer, jetzt ab gestern Montag jegliche Termine, gar keine Termine mehr. Also hat sie alle abgesagt oder sie Ja. gibt keine. Bis Donnerstag. Ich meine, das ist auch eigentlich schon ein bisschen krass, da 3, 4 Tage so kurz vor der Wahl die Zeit nicht Ja. zu nutzen, oder? Kann es sein, dass der schon innerlich aufgegeben hat oder kann er nicht sich 3, 4 Tage nur auf die Debatte vorbereiten? Ja, das kann ja auch nicht sein. Also das müsste ja Trump auch machen. Ich glaube, er muss wirklich fit sein, damit er die Debatte irgendwie durchsteht. Und darum wird er geschont, das vermute ich. Aber also das gab es noch nie. Ich kann mich an keinen Wahlkampf, also überhaupt. Es ist auch der erste Wahlkampf, wo Florida und Ohio keine Rolle spielen, ja. Also wie gesagt, ich verfolge die Wahlkämpfe seit 1992 aktiv mit. Aber auch wenn ich so zurückgucke davor, ne, was damals los war. Also das letzte Mal war das vielleicht 1984 bei dem großen Sieg von Ronald Reagan. Da haben die beiden Staaten auch nicht so den Punkt gespielt. Aber sonst, das sind eigentlich die klassischen beiden Staaten, wo man Wahlkampf macht. Die spielen überhaupt keine Rolle, Ist er ja. nicht? Und man sieht halt, wo die Kandidaten hingehen, auch wie das Rennen steht. Also Donald Trump geht sehr viel nach Nevada, nach New Hampshire, Minnesota, Michigan. Er würde da nicht hingehen, wenn er zurückläge, so wie die Medien behaupten. Wenn er jetzt 8 Punkte zurückläge, wäre er in Texas, Georgia, Missouri, ja, dann würde Interessant, er die ja. verteidigen. Ja, verstehe. Und Biden wäre dann auch in Texas. Also wenn Texas wirklich eng wäre, dann wäre Biden da, weil wenn er Texas gewinnt, dann braucht er den Rust Belt gar nicht. Aber wo ist Biden? Biden ist auch in Nevada und Minnesota und Michigan und Pennsylvania. Und das sagt eigentlich auch schon alles. Ja. Mensch, Herr Woltmeier, danke. Das sind wirklich tolle Infos. Ich danke Ihnen jetzt schon noch. Wir sind noch nicht am Gerne. Ende, aber ich danke Ihnen jetzt zwischendurch schon mal fürs Kommen und ich danke übrigens auch Wolfram, unser Teammitglied, der den Kontakt hergestellt hat. Und vielen Dank für die Ja, ich auch. kurzfristige Bereitschaft. Ja. Sagen wir mal so. Da Sie jetzt, das glaube ich Ihnen jetzt einfach mal unbesehen, sehr mit hoher Trefferquote, wie Sie selber sagen, die Wahlkämpfe analysiert und dann auch vorhergesagt haben, fand ich jetzt hochinteressant, Ihre Analyse auch, wo gehen die hin, wo treten die auf, das machen die, haben da auch ihr Teams, ja, die dann sagen, nee, wir müssen lieber dahin und da müssen wir noch mal ein bisschen pushen und was weiß ich, ja. Die kennen ja auch die reellen Zahlen, ne? Also die haben natürlich ihre Internals, die haben ja Ja. ihre eigenen Umfragen. Und es ist auch sehr interessant, Joe Biden hat jetzt vor kurzem, oder ein Berater von Joe Biden, das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, einer von beiden auf jeden Fall hat gesagt, das Rennen wäre viel, viel enger als in den Medien dargestellt.
Und es sollen halt bloß alle wählen gehen. Natürlich werden die nicht sagen, wir liegen zurück. Das sagt ja keiner so irgendwie. Aber allein, dass man das zugibt, dass es haarscharf ist, ja, Ja, das sagt ja auch schon einiges. ich habe ein nettes Teammitglied bei uns, die Susanne, die ist Deutsche, lebt aber seit 1952, 1992 bei Houston in Texas, ja, und beobachtet auch sehr die amerikanische Szene. Und sie meinte, ich weiß nicht, vielleicht können Sie das bestätigen, vielleicht wissen Sie da auch was, dass sie glaubt, wie sie das so wahrnimmt, dass viele Leute, die entweder noch nie oder lange nicht gewählt haben, pro Trump in der Mehrheit wählen werden, also die werden jetzt zur Wahl gehen. Kennen Sie da auch solche, haben Sie da auch so den Eindruck, haben wir auch Informationen darüber, dass das auch Auf jeden Neuwähler, Fall. ja, okay, ja. Ja, also es gibt so viele Neuregistrierungen, gerade in diesen Swing States für die Republikaner. Also das ist halt auch ein Grund, warum ich denke, dass Pennsylvania für Biden verloren ist, weil die Republikaner haben dort über 205.000 Neuwähler hinzugewonnen seit 2016. Das ist schon fast, also ne, die treten ja nicht bei oder lassen sich nicht registrieren für die Republikaner, um dann für Biden zu stimmen. Das ist ja Quatsch. Die könnten sich ja dann auch als Independent-Wähler oder gleich als Demokraten registrieren Ja, lassen. ja. In Florida auch fast 200.000 Neuwähler dazu registriert. In Arizona 100.000 oder in North Carolina 190.000. Also das sind alles Zahlen, die kommen nicht zu einer Kampagne, die am Verlieren ist oder die schlechter dasteht als vor 4 Jahren. Ja, Sehr schön. das ist, Sehr schön. Und man ja. muss, ja, und ich meine, 55% sagten, sie wählen nicht oder wählen nicht. 55 wählen. Also letztes Mal waren es 57, bei Obama waren es beim ersten Mal sogar 60, aber danach dann auch wieder 56. Also so zwischen 55 und 60, aber Gut. 60 ist schon wirklich historisch. Und dann haben wir aber dann schon ein sehr großes Reservoir, die Genau. da noch mitentscheiden können oder auch die Entscheidung noch beeinflussen können. Ich habe jetzt eine Frage aus dem Chat. Ich würde Herrn Wolfmeier so gerne was fragen. Viele wohlhabende US-Bürger sind von Städten mit vielen Riots, also Aufständen, Plünderungen und so weiter, weggezogen, zum Beispiel New York. Kann ich jetzt nicht bestätigen, weiß ich nicht, aber nehmen wir Doch, es mal an. stimmt. Stimmt, okay. Sind diese in die Swing States gezogen, um Trump zu unterstützen? Nee, Weiß man leider nicht. nicht. Also in New York sind die Leute nach Connecticut gezogen. Nachbarstaat, Ähm, ja. Ja, genau, ja. genau. Es sollen wohl aus Kalifornien und aus Oregon welche geben, die nach Nevada und Arizona gegangen sind, aber da kann ich jetzt keine wirklichen Zahlen nennen. Also da wäre ich so ein bisschen vorsichtig mit, weil es eh sehr viel Wanderung von Kalifornien nach Arizona gibt und eigentlich eher pro-Demokraten. Also, ne, das sind dann auch eher demokratische Leute, die aus Kalifornien weggehen. Das ist Ja. auch interessant. Die Leute gehen aus New York und Kalifornien und anderen blauen Staaten weg, gehen dann Demokratisch in rote Staaten. geführten, ja, demokratisch Ja, regierten Staaten, weil da alles so scheiße ist, um es mal so zu genau, formulieren, gehen in ja. die roten, wo es gut läuft, wirtschaftlich und niedrige Steuern und so weiter, Wenig um dann aber wieder für Kriminalität. das zu stimmen, wovor sie weggegangen sind. Also, das ist schon sehr skurril irgendwie. Das ist auch was im Fall für den Psychologen, würde ich mal behaupten. Interessant, ja, auf jeden Fall. Ja. Herr Wolfmeier, ich danke Ihnen wirklich ganz herzlich. Das war jetzt ein tolles, informatives Gespräch für Sie. Wir haben um die 4.500 Zuschauer und haben Sie immer noch. Ja, tolle Sehr schön. Zuschauerzahl auch. Danke und die blieben auch. Das spricht für Sie, ja, an der Stelle. Dankeschön. Und Freut mich. liebe Zuschauer, vielleicht klappt es, dass ich Herrn Wolfmeier in der Wahlnacht nochmal, wir hatten vorher darüber gesprochen, 5 Minuten mit dem Handy schnell oder so, für ein kleines Statement reinbekommen. Keiner weiß, wann irgendwas zu sagen ist, sage ich mal, ja, oder schon irgendwas man kommentieren kann. Wir halten das uns einfach mal im Hinterkopf. Ich wünsche Ihnen eine Sehr gern. wunderschöne Wahlparty. Auf Eine jeden Fall. Frage habe ich allerdings noch. Na klar. Die Swing States, wie die stehen jetzt, kann man der Swing States deswegen, weil das sind Staaten, die immer mal so
in der Mehrheit den Präsidenten, also republikanisch oder demokratisch. Ist es richtig? Ja, also da kann man nicht Ja, eindeutig genau. sagen, das Aber gehört den Republikanern oder Demokraten, wie Kalifornien zum Beispiel den genau, die Demokraten, ja. meisten Staaten stehen ja fest. Also Kalifornien wählt halt seit Jahrzehnten jetzt demokratisch und New York auch und so weiter und vor allem die Ostküste halt und die Westküste mit Oregon und Washington, obwohl Oregon diesmal, glaube ich, ein bisschen anders sein wird als sonst, etwas knapper als gewöhnlich. Aber und in der Mitte im Land, das sind halt alles mehr oder weniger rote Staaten, die feststehen. Und es gibt halt so fünf, sechs Staaten, das sind also Pennsylvania, Michigan, Minnesota, Wisconsin, Nevada, New Hampshire und ein bisschen auch Maine, die im Spiel sind. Normalerweise halt auch Florida, North Carolina und Ohio, aber wie gesagt, das ist ja diesmal nicht. Wunderbar. Wolfram sagt mir noch in meinem Regie-Chat, den ich hier nebenbei laufen habe, und das hätte ich fast vergessen, ich möchte noch den YouTube-Kanal von Herrn Wolfmeier euch anheimstellen. Die URL stelle ich in die Aufzeichnung unten noch als Link rein. Und ja, wirklich, also muss ich ehrlich sagen, ich bin froh, dass Sie mein Gast waren oder unser Gast, weil Sie haben wirklich kompetent und tolle Dankeschön. Infos. Und ich will mal sagen, fast aus erster Hand, aus nicht jetzt nur aus deutscher Sicht wie ich. Sie haben andere Quellen, andere Zugänge, Sie haben auch eine andere Geschichte von der Familie her und so weiter. Da haben Sie noch schon engere Kontakt zu den USA. Herr Wolfmeier, ich entlasse Sie in den Dienstagabend und danke Ihnen ganz herzlich. Und vielleicht können wir, ich stelle es mir nur in den Raum, nicht gleich jetzt ganz knapp nach der Wahl, aber vielleicht im November noch, dass wir uns vielleicht nochmal treffen und da Sehr nochmal ein gern. kleines Resümee ziehen und Sehr gern. die Champagnerflasche hoffentlich aufmachen werden Mit gemeinsam. Sicherheit. Nochmal Sehr nachträglich, ja gerne. quasi, ja. Wolfmeier, ich danke Ihnen. Noch ein letzter Ich Gruß an danke die Ihnen. Sehr gerne. Zuschauer und dann schmeiße ich Sie, erlaube ich mir, Sie rauszuschmeißen. Ja, ich danke Ihnen. Ich muss Alles meinen gut. Zuschauer, ja. Okay, schönen Abend. Wünsche ich auch. Vielen Guten Abend Dank. an alle. Tschüss, danke. Bis bald. Tschüss. Super, also vielen Dank nochmal an den Gast. Da hinten geht er übrigens gerade aus dem Studio. Super Gespräch. Danke an Wolfram, an unser Teammitglied für diese Vermittlung. Muss ich ehrlich sagen, hat mir jetzt richtig Spaß gemacht und war hochinformativ. Ich habe viele Sachen gelernt, die ich noch nicht wusste, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen werdet ihr jetzt zitronisiert, meine Lieben. Ja. Bei D-Live allerdings nur, nicht bei YouTube. Aber vielen Dank, dass ihr bei YouTube auch dabei geblieben seid. Wunderbar, treue Seelen, 2500 Zuschauer. Wir waren über 4000 Zuschauer. Super, vielen Dank, hat richtig Spaß gemacht. Geile Sendung. Wieder mal, so wie gestern auch und eigentlich alle Sendungen, die ich mache. Nein! Oh, ich wollte eine rauchen. Also das geht da gar nicht, ja, liebe Leute. Dreibein, Tristan, DCs Leibwache, Thompson, D-Live, Goldkette, Goldkette, du bist auch wieder dabei. Und alle anderen auch, herzlichen Glückwunsch. Und danke für die politische Bildung. Super, danke. DC und seine Gäste werden immer besser. Klasse Livestream, danke euch. Danke für das Lob. Super Interview, danke. Stilles Wasser gibt es dann genau. Magenwarm, ja. Top-Gesprächspartner war klasse, DC. Danke euch. Ja, ich fand es auch wirklich auch auf den Punkt und hatte immer eine tolle Antwort. Also wirklich nochmal Grüße an Herrn Wolfmeier, Grüße an Wolfram. Bitte nochmal den Follow-Button beachten auf D-Live. Wir sind bald bei 8000 Followern. 7,98. Das werden wir heute nicht mehr hinkriegen. Aber dass ihr vielleicht noch unserem Kanal folgt, wenn ihr ihn denn für wert befindet an der Stelle. Überwältigend ist das aber auch nicht, wenn die Hälfte der Bürger keinen Bock auf den Scheiß hat. Das habe ich mir ehrlich gesagt auch gedacht, aber da kann der Herr Wolfmeier jetzt auch nichts dafür. Muss man auch mal sagen. Aber bei uns sind es auch nur 60, 65% Wahlbeteiligung, muss man auch mal sagen. Ja? Oder 70 vielleicht maximal. Ja?
Bitte wieder die Ü mit Susanne, mache ich auch noch. Mache ich auch noch. Denkst du, die Wahlen finden statt? Jetzt glaube ich langsam wieder eher ja. Hut oder ohne Kopfbedeckung ist besser, ja. Aber jetzt bei Trump, da geht es nicht um meine Eitelkeit, sondern da geht es um Donald. Ja? Hier, Leute, followen bitte. 7,98k Follower. Heute Stress mit meiner Tochter gehabt, mit meiner Kleinen. Ja. 16 Jahre, da toben die Hormone. Ja, ich darf jetzt nicht so viel erzählen. Also ist halt schwierig. Ja, die sind ja selber, die sind ja einfach verrückt, ja, in dem Alter. Also Frauen, Männer nicht, also Frauen, Mädchen. Ja. Mädchen sind verrückt. Ja. Männer geht so, aber Frauen, Mädchen in der Pubertät, ja. Einfach nicht erklärbar, nicht mehr mit menschlicher Vernunft und irgendwo Nachvollziehbarkeit erklärbar. Ja, ist so. Ja. Jeder, der eine Tochter hat, wird mich bestätigen an der Stelle. Ja, aber es ist schön, Vater zu sein. Gerade von Töchtern, aber auch von Söhnen. Also ein Sohn, zwei Töchter. Diese Hormone tanzen Boogie-Woogie, richtig. Susannes Pferde und fette Knarre, ja, das hat mir einen Strike eingebracht, die Knarre. Das lassen wir mal weg, ja, mit der Knarre. Aktivist Mann, Servus, ich habe noch gar nichts gesehen. Servus, Grüße, ja, hier, ich grüße wie Donald an der Stelle. So, liebe Leute, dann machen wir jetzt Schlussi Pussi. Oh, Schluss meine ich. Töchter können auch mit 14 noch schwierig sein. Oh ja, meine Söhne in der Pubertät, oha. Ja, du bist ja eine Mutter, das ist ja wieder was anderes. Ja? Männer verstehen Männer besser als Frauen, also ich nicht, ja, aber normalerweise. Was rede ich für einen Scheiß? Ich glaube, ich höre besser auf. Badeschwimmer, danke für ein Diamond. Wahlnacht wird es geben. Knuddel Jimmy Carter von mir. Der heißt aber Jimmy Carter. Nicht Carter, sondern Carter. Kaylee ist in der Pipeline, Wolfram, oder? Als DÜ-Gast, als Vor-Warm-up für Donald. Ja? Irgendwann kriege ich den Donald in der DÜ. Wenn er vielleicht nicht mehr Präsident ist oder so. Ja? Schlussi, Pussi, was rede ich für einen Scheiß? Liebe Leute, macht es gut. Hat wieder Riesenspaß gemacht. Es ist einfach geil mit euch und euer Interesse und dass wir hier lustig sein können, dass wir aber auch ernsthafte Informationen und wirklich auch fundierte Informationen hier euch präsentieren können. Und danke an mein Team. Ohne die wird es nicht gehen, wie jetzt zum Beispiel auch wieder hier der Fall. Den Gast hätte ich nie gehabt ohne mein Team. Und danke an meine Moderatoren, an meine Admins. Geht auf Telegram. Geht auf Twitter und folgt mir und folgt unseren Kanälen auf YouTube und DLive, Frei3 und BitChute und sonst überall natürlich im Netz. Ja, einfach nur digitaler Grund. Just Google me. In diesem Sinne, macht's das gut, ihr Lieben. Bis demnächst, würde ich sagen. Ja? Es sind schon wieder neue Sachen geplant. Keine Angst, uns geht nicht der Stoff aus. Wir bleiben auf Sendung. Grüße nochmal an Hajo Müller und Daniel. Und das schaue ich mir jetzt an. Ich habe dran gedacht. Ding Dong, ja. Noch funktioniert die Kiste. Und jetzt ist aber Schluss. Macht es gut, ihr Lieben. Servus und gute Nacht. Danke euch.